Ich meine, der Dreck hier. Bäh. Den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Nicht mehr als 3 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Natürlich versteckt Ezio jetzt nicht in diesem Moment auch den Innenapfel hier. Aber da es auch unter dem Kolosseum ist, hatte ich ja schon gesagt, dass es gut sein kann, dass es auch in diesem Gewölbe versteckt hat. Später. 1507. Nächsten Mal dürfen wir nicht mehr als 3 Quadrate verlieren. Wenn man aber wieder so tief fällt wie ich vorhin, macht das keinen Unterschied. Da ist jemand. Ich dachte, der wäre tot. Der Assassine muss leiden wie Remus. Eine Leichtigkeit. Schnell weg hier. Dein Tod ist beschlossen, Assassine. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Das sage ich dir nicht. Ja, so eine Verfolgungsjagd. Da steht. Madonna, damit habe ich nichts zu tun. Oh, das war knapp. Ich dachte, ich falle noch tiefer. Nein! Die haben mit ihrem Ziel verloren. Die sollen mal so großzügig sein wie in GTA. Da kann das Ziel auch noch 3 Blocks weiter sein. Oder überhaupt nicht mehr sichtbar. Da bin ich wieder. Merda, welcher ist es? Versteckt. Wird sich glitzern, hätte ich es nicht gesehen. Da ist er. Anstatt weiter unterzutauchen, wenn er rennt, macht er sich doch bemerkbar. Dann wollen wir mal.
Wie soll man denn da noch schnell das Wappen holen? Ich darf ihn nicht töten, er muss mir zeigen, wo das Schriftierblatt ist. Ah, dann doch. Lohnt nicht. Da haben wir jetzt den vierten Schlüssel. Ist unglaublich. Es kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. So. Oh, so viele, oh, nur eine Schriftrolle. Kalt. Leitwolf. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Das wird wohl kein Problem sein. Denn wenn wir fallen, verlieren wir keine 10 Quadrate. Also wenn ich wieder aus Blödheit irgendwo herunterfalle. Das versteckte Anhänger Romulus eindringen. Das vorletzte Versteck. Wir sind wohl in einer Kanalisation. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene, die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Dieselbe Stimme wie Rodrigo, aber er ist nicht Rodrigo. Weiter. Wir kriegen dich noch.
daneben geworfen. Verdammt, getroffen. Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Na, kommt mal her. Ich glaube, bei Revelations ging das mit den Blitzattentaten noch besser. Vergießt sein Blut. Hoppa. Weiter. Keine Zeit. Hoffentlich gibt es bei Assassin's Creed 3 später so eine Rüstung. Mit Pelz. Das wäre echt cool. Wär mal was anderes. Tja, aber jetzt bist du wohl alleine. Weiter. Tue ich das? Wusste ich gar nicht. Danke für den Tipp. Daneben. Ihr könnt ja gar nichts. Mann. Ah, jetzt reicht's ja aber. Dann eben so erstmal. Ist ja unglaublich, die Kinder. Das gleiche Spiel von vorn. Nein! Der Beweis, dass ich hier schon mal war, ist auch gefallen. Er hat zwar im ersten Durchgang dir nicht gefallen. Aber ich habe vergessen, dass ich die Truhe schon geplündert habe. Das gibt's nicht. Schnauze da oben. So. Und zum dritten Mal.
und weiter. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Guter Sprung. So. Zeit sich zu ergeben. Dein Ende naht, Assassine. Besänftigt, Romulus. Tötet ihn. Romulus bestraft jene, die nicht kämpfen. Gut, dass er mich dann also nicht bestraft. So ein Schwachsinn. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Dann stellt euch mir. Gebt mir das Chiffrierblatt. Ich geb dir nur eins, den Tod. Das wollen wir mal sehen. Er ist resistent. Noch eine mit der Kralle, zack. Da hoch. Oh, es ist kalt hier. Und nass auch. So. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt die vorletzte Schriftrolle mit dem Schlüssel. Raus hier. Schnell weg von hier.